Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vorab, wir hätten es für angemessener gehalten, die Aussprache zu den Vorgängen in der Ukraine morgen in einer Sondersitzung zu führen. Deshalb haben wir uns auch bei der Änderung der Tagesordnung enthalten. Heute äußern wir uns ohne wirklich genaue Kenntnisse über die Vorgänge in der Ukraine, aber so viel scheint doch sicher. Der Ukraine-Konflikt ist durch das Eingreifen russischer Truppen dramatisch eskaliert und das verurteilen wir. Wir verurteilen Gewaltanwendung, Krieg und Gewalt darf kein Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen sein. Und Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützen auch wir. Aber die Forderung der Stunde ist es deshalb, die militärischen Operationen zu beenden und Verhandlungen mit dem ernsten Willen zu führen, zu einem Interessenausgleich zu kommen. Denn dass in der Ostukraine unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen, das ist Fakt und das ist seit langem bekannt. Es geht um die territoriale Integrität der Ukraine, es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker und es geht auch um die Sicherheitsinteressen Russlands. Eine gewaltfreie Lösung der mit diesen Interessengegensätzen verbundenen Probleme ist nur möglich, wenn die Belange aller Seiten gewürdigt werden. Sanktionen halten wir für ungeeignet. Alle Sanktionen gegen Russland haben sich bis heute als wirkungslos erwiesen und es ist nicht zu erwarten, dass es künftig anders wird. Wir appellieren an die Bundesregierung, im Ukraine-Konflikt endlich als Vermittler aufzutreten. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.